Ja, nicht schlecht, aber so ganz überzeugt hat es uns noch nicht. Da ist deutlich Luft nach oben. Wir brauchen mehr Elan, mehr Humor, ganz einfach mehr Talent. Deswegen würde ich sagen, wir switchen zu unserer Location. Abi Vegas, das Land der wahren Legenden, nämlich der J2! Nachdem jetzt auch alle fast eingeschlafen sind, zeigen wir, die J2, euch mal, wie es richtig geht. Also, ich darf euch heute unseren Schülersprecher und Moderator des heutigen Tages vorstellen, Bosse Bjarne Lester-Greiner. Applaus! Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde! Seid ihr gut drauf? Macht mal Lärm! Freunde, ich gehe seit 8 Jahren auf diese Schule und eine Sache habe ich mich immer gefragt. Was treiben unsere Lehrer eigentlich in den Sommerferien? Klausuren korrigieren und Unterricht vorbereiten auf jeden Fall nicht, sonst hätten wir mal Spaß in der Schule. Daher hat die J2 einige Nachforschungen betrieben und hat herausgefunden, dass sich einige Lehrer nach Las Vegas begeben haben und auch das ein oder andere Casino besucht haben. Da ist auch schon unser erster Lehrer, Herr Schreiner. Mann, 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 sieht der wütend aus. Ich glaube, da wurden einige spanische Präpositionen wieder falsch gesetzt. Da gehe ich mal lieber aus dem Weg. Die Tische sehen sehr unordentlich aus. Zum Glück stellt Herr Schreiner alle wieder ordentlich hin, mehr oder weniger. Aber fröhlich geht's jetzt weiter. Da sehe ich doch Henning Hupe und seinen besten Freund Don Zischkus, unser altbekanntes dynamisches Duo. Umher. Hoffentlich veranstalten sie keinen Mist im Casino. Naja, anscheinend haben sich Herr König und Herr Böki aus dem Odenwald bis nach Las Vegas verlaufen. Naja, Bier gibt es auch hier. Das gib passt mir ja. Ein G! Gib mir ein M! Gib mir ein B! Gib mir ein H! Was heißt das? Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Das wird ein Saufgelager, glaube ich, wie man sie eben kennt. Oh oh, da kommt doch Herr Slot mit einer Karikatur. Da gehe ich mal lieber aus dem Weg, bevor er mich zulabert. Hans. Was sagen wir zu der Karikatur über die Entwicklung der Rechtsextremen in Deutschland? Da siehst du ja, dass viel mehr werden. Was sagt man dazu? Da bin ich mit. Ja, genau. Was ist die Endaussage der Karikatur? Ja, also da muss man. Super, Gänsehaut auf beiden Armen. Gänsehaut, wie beim Abstieg von SV Sandhausen nächstes Jahr in Liga 3. Strommer, unsere Partymaus, Frau Strommer, hat es auch nach Las Vegas geschafft. Dresscode, Vanilla Eyes, Pinky Ring, wie Lil Kim in Hypnotize. Gute Partys mit Barbies, Sippen, Kristall, Dunge, Schwindel, frei, sei für den letzten Preis, meine APIs. Super size, trage Grills wie Juvenile. So Leute, Triggerwarnung an alle Party-Mobile. Jetzt ist richtig die Sau rausgelassen, okay? Die Party geht jetzt los. Thank you.
Mic Drop, sag ich da nur. Naja, naja. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde es sehr gut. Hier ist Herr Malz. Ja, also hör mal, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Nehmt ihr auch 5 Plätze als Bezahlung? Und wenn ja, wie viele? So 15. Also 3 kriege ich zusammen. Passt. Liebe Wissens, 5 Plätze sind ein gängiges Zahlungsmittel in Las Vegas, vor allem wenn man sein Geldbeutel verloren hat. Glücklich geht's jetzt weiter. Unsere Dancing Queen, Herr Steinhübel, ist auch am Start und wischt fleißig mit dem Scheibenwischer und die Waschmaschine. Sein, das ist ja unglaublich, so viele gut gelaunte Lehrer, unfassbar. Hört ihr das auch? Dieses Klackern der Schuhe, das kann doch nur eins bedeuten, Frau Bellemann ist im Anmarsch. Umweltfreundlich und sportlich Wimmern kommt Frau Seefeld und Frau Rieger auf dem Fahrrad und überholt die Frau Bellemann, die wie immer zu spät ist. Oh, die Schulter, die Schulter. Das Casino geschafft. Jetzt kommt noch unser letzter Gast. Als Sicherheitsbeauftragter ist Herr Hent in große Fußstapfen von Frau Konowski getreten. Und jetzt sorgt er für Sicherheit in Las Vegas. Hier ist er! Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er läuft hier im Wald. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Bizeps wie zwei Baumklötze. Naja, aber what's going denn jetzt on? Guess who's back, 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 guess who's back. Das sind ja Slim Shady und Mackay, Motherfucking. Auf dem Mattenwagen. Was machst du denn hier? Ist jetzt Hacking, verdammte Scheiße? Nee, Digga, ich bin Las Vegas. Ich weiß gar nicht, was du machst. Jungs, wir sind ganz schön im Hacking. Okay, Digga, dann noch eine gute Morgen-Tür und ab geht die Fahrt. Ciao, Digga. Welche Giftwolke kommt denn da am Horizont? Ist es Mokong, das Pokémon? Nein, es ist die J1, die sich einschleimen will, um ihren 4-Punkte-Durchschnitt bei Herr Friesenhahn zu verbessern. Aufblender vom Designer. Black Express Card ist im Einsatz. Mach das Flex kein für die Weiber. Gentleman, Schaumann, nimm das Sekt, das in die Hand. Schenk ihr Sekt ein und sie tanzt dann. Extravagant, sie sieht aus wie eine Türke. Bauchnabelpüssing. Sie hat zwar kleine Titten, doch ein Arsch wie ein Pfirsich. Langes schwarzes Haar, ihre Lippen sind gespritzt. Guck, wir nehmen sie mit und geben ihr zu dritt. Sie zögert sich lang und sie steigt in den Benz. Wir geben allein und wir landen im Bett. Shampoos und Sekt, schamloser Sex. Gib ihr von hinten, Rambo-Effekt. Wodka, Tequila. Es ist ja nur die J1 und der 4-Punkte-Durchschnitt bleibt bestehen. Würde mir stinken.
Was geht denn aber jetzt ab? Seefeld, Rieger und Steinhübel liefern sich ein episches Dance-Battle des Jahrtausends. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Schrecklich, schrecklich ist er, da blutet mir die Augen. Jetzt zeigt die J2 mit einer musikalischen Zeitreise, wie es richtig geht. Macht mal Lärm, Freunde! Menschen, please. If dancing is not your thing, please step aside. Produced by Sandrini. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget.
Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 an Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 an Gangnam Style. Ein schönes Wochenende wünschen. Habt ein schönes Wochenende, kommt gut nach Hause, viel Spaß noch.